mal. So, jetzt! Karl Böhm was born in Graz, Austria, on the 28th of August, 1894. It was in this city that he grew up, marked by the ideals of the outgoing 19th century, which prescribed diligence, self-discipline, responsibility, and a sense of duty. Throughout his life, Karl Böhm continued to abide by these very ideals, even though he was often considered difficult and pedantic in his uncompromising sense of responsibility towards the music itself. Karl Böhm came from a musical family. His father was a lawyer and, among other things, legal advisor to the Graz Opera House. Friendly with many celebrated musicians of his time, he was also a Wagnerian and an enthusiastic Bayreuth pilgrim. Das erste, woran ich mich persönlich erinnern kann, ist das Tagebuch meiner Mutter, in dem sie schrieb, dass mein erster Laut nicht so mit 2-3 Monaten Papa oder Mama war, sondern Min lautete. Und zwar bedeutete dieses Min Musik. With such a family background and obvious interest in music, it was hardly surprising that a musical education would be as much on the curriculum as Latin and mathematics, but not necessarily a future career. Mein Vater kannte, trotzdem er selbst ein Musikfan war, das Elend der künstlerischen Mittelmäßigkeit, das weniger darin besteht, dass der Betreffende wenig Geld verdient, als dass er ewig unzufrieden ist und die Schuld niemals seiner mangelnden Begabung, sondern immer den anderen Menschen gibt. All das wollte er mir ersparen und hat verlangt von mir, dass ich vorerst den Doktor Juris fertig machen muss. When the First World War broke out, the young cavalryman's destiny was shaped by a blessing in disguise. A riding accident put an end to his duties at the front, and Karl Böhm was sent back to Graz. Ein Kollege von mir traf mich auf der Herrengasse und sagte, ich habe gehört, du bist nur heimatdiensttauglich, um Gottes Willen, komm doch, wir brauchen so notwendig, wir haben keine Korrepetitoren, du kannst doch gut Klavier spielen. Daraufhin habe ich gesagt, Klavier spielen kann ich, aber von der Oper habe ich keine Ahnung, ich kenne nur den Tristan und Tannhäuser und die Walküre. Er sagt, das ist egal, heute Nachmittag weißt du, ist eine Probe von Zahn Zimmermann. Da habe ich gesagt, von dem habe ich gar keine Ahnung. Das war ganz unter meiner Würde, Lorzing. Und ich kann mich noch erinnern, ich kam am Nachmittag zu einer Chorprobe, wo die Kantate geübt wurde. Es war wirklich alles falsch, was ich da gemacht habe. Und ich wundere mich heute noch, dass man mich trotzdem engagiert hat. Das war nur der Not, der Korrepetoren zuzuschreiben. Ich habe in der Zeit, wo ich Jus studiert habe, habe ich am Vormittag korrepetiert, auch am Nachmittag, sogar am Abend meistens Bühnendienst gemacht und in der Nacht bis 2 Uhr studiert. Sonst anders hätte ich es nicht schaffen können. Es kommt noch eine kleine Affäre dazwischen, wo ich den Bühnendienst AIDA machen musste und nicht wusste, dass der Viervierteltakt, der zweite Schlag nach links geschlagen wird, sondern schlug ihn nach rechts, weil ich, wie gesagt, nie einen Dirigierunterricht gehabt habe. Und dazu bemerken möchte, dass Hans Richter schon meinem Vater erklärt hat, auf die Frage hin, du sag, wie wird man eigentlich Dirigent, gesagt hat, da geht einer mal das erste Mal aufs Pult, entweder kann er es oder er lernt es nie. Ich habe wirklich, und das rate ich ja oft Kollegen von mir, und das vermisse ich, dass sie nicht von der Pike auf studiert haben. Ein Mensch, der Dirigent wird, vor allem in der Oper, muss einfach Korrepetitor gewesen sein. Er muss mit Sängern gearbeitet haben. Ich kann mich erinnern, dass Dirigenten gegeben, die haben gesagt, sie müssen die Phrase länger singen. Ja, sagt der Dirigent, der Sänger mit Recht zum Dirigenten, ja, irgendwo muss ich ja atmen. Sehen Sie, wenn ein Dirigent mit einem Sänger nicht mitatmen kann, kann er keine Phrase. Ich weiß genau,
bei einer Mozart-Arie zum Beispiel, die und die Sängerin kann die Phrase länger singen, die und die Sängerin hat aber weniger Atem und muss ihr nachgeben. Das sind so Dinge, die man aber nur lernt, wenn man korrepetiert hat. Kurz und gut, ich dirigierte Possen, unter anderem dann ein größeres Stück noch, er und seine Schwester, ein Stück, in dem vor allem Girardi brillierte, er spielte das Stück, ich weiß nur Girardi, der eher ebenfalls Grazer war. Und da dirigiere ich unter anderem einen Näherinchor und schrieb in meinem Tagebuch, Näherinchor total geschmissen, Schuld daran der Dirigent. Und so ging es dann weiter mit verschiedenen anderen Possen, dann kamen Operetten dazu. Und dann im Jahr 17 meine erste Oper, im Oktober 17, der Trompeter von Säckingen. Eine Liedertafeloper, die also wirklich für die heutigen Geschmack geradezu ein Schrecken wäre. Nachdem bekam ich einen Freischütz zu dirigieren, eine Oper, die mir natürlich genauso viel Spaß wie heute noch macht. Und später entwickelte es sich weiter und weiter, bis im Jahr 1920 die Beethoven-Feier kam. Und ich hatte mit dem Fidelio einen so großen Erfolg. Durch ihn wurde Bruno Walter auf mich aufmerksam. Und so bekam ich bei einer Othello-Neuinstudierung ein Telegramm. Können Sie für die vierte Kapellmeisterstelle 2 Opern, Freischütz und Madame Butterfly, auf Engagement dirigieren? After his conducting debut had been a great success, Böhm had to decide between the position of opera director in Graz or that of fourth conductor under Bruno Walter in Munich. Ich hatte dann das Gefühl, ich muss lernen und bin durch die vorbildlichen Aufführungen, vor allem der mozartischen Werke, dann durch Bruno Walter eben auf Mozart sozusagen gesprungen und habe mich so in Mozart verliebt, dass ich nur den einen Wunsch habe, Mozart, Mozart, Mozart dirigieren. Und diesen Wunsch hat mir sogar Bruno Walter im ersten Jahr bereits erfüllt, hat mich im ersten Jahr bereits, sehen Sie, was das geheißen hat, für mich junger Menschen bei den Festspielen in München im Residenztheater die Entführung aus dem Serail dirigieren lassen, mit einer Besetzung, die ich mir heute wünsche, mit der Maria Übergehen, mit dem Paul Bender als Osmin und mit Richard Tauber unter die neue Partie. So viele Menschen, die mir immer wieder sagen, sie hören so gern von mir Mozart. Es gibt sehr viele Musiker, die mir sagen, sie spielen so gern unter mir Mozart. Ich glaube, das kommt einzig daher, dass ich
bei meiner Interpretation eben diese unendliche Liebe zu Mozart durchblicken lasse. Denn ich glaube ja überhaupt, dass der Künstler in seiner Interpretation sozusagen seelisch nackt dasteht. Denn sonst wäre ja die ganze Kunst ein Schwindel. Schubert hat einmal zu einem Freunde gesagt, kennst du eigentlich fröhliche Musik? Ich kenne keine. Und sehen Sie, Mozart hat, trotzdem er alle Symphonien in Dur geschrieben hat, nur zwei im Moll, ist er für mich trotzdem in seiner ganzen Kunst tief traurig. Ich kann auch bei diesem berühmten Saufduett in der Entführung nie lachen. Für mich steht im Hintergrund immer ein tiefer Ernst. Viva Bacchus, Bacchus, liebe Bacchus, war ein braver Mann. Viva Bacchus, Bacchus, liebe Bacchus, war ein braver Mann. Ob ich's wage, ob ich trinke, ob's vor aller vier kann. Was hilft das Zaudern, das Zaudern? Hinunter, hinunter, nicht lange gefragt, nicht lange gefragt. Nun wär's geschehen, nun wär's hinunter, das heiß ich, das heiß ich gewagt. Ich finde ihn ganz falsch, wenn man ihn auch romantisch und vor allem sentimental. Mozart war es gegeben, alle menschlichen Leidenschaften endgültig in Musik umzusetzen. Aber eines war er nicht, er war nie sentimental. Und es ist unglaublich, ich habe jetzt bei der Aufnahme sehr viele Symphonien zum ersten Mal dirigiert, darunter die erste Symphonie, Köchelverzeichnis 16. Die hat Mozart mit 8 Jahren in London komponiert. Es ist unglaublich, wenn Sie das C-Moll Andante spielen, sehen Sie wirklich die apokalyptischen Reiter vor sich. Es ist die ganze Traurigkeit des Requiems schon enthalten. Sehe ich, dass Mozart ganz fertig im geistigen Sinne auf diese Welt als Lichtblick für viele Jahrhunderte gekommen ist. Thank you.
da möchte ich da zurückkommen auf einen Brief, den Mozart als 31-Jähriger geschrieben hat an seinen Vater. Als ob er seinen Tod, seinen frühen Tod geahnt hätte, schreibt er ungefähr: Da ich den Tod nunmehr als Endzweck unseres Lebens erkannt habe, habe ich mich mit ihm bekannt gemacht. Und sein Bild hat für mich nichts mehr Erschreckendes, nur Auflösendes und Tröstendes. Und diese Glückseligkeit, dieses Verständnis, dass der Tod den Schlüssel zu unserem Leben ist, den wünsche ich allen meinen Mitmenschen. Ich lege mich nie zu Bette, so jung ich bin, ohne daran zu denken, dass ich am nächsten Morgen vielleicht nicht mehr sein werde. Aber trotzdem können mir meine Freunde bestätigen, dass ich im Umgang nicht mürrisch oder traurig bin. Und diese Glückseligkeit, sich damit früh genug abzufinden, wünsche ich allen meinen Mitmenschen. The years of apprenticeship in Munich ended in 1927, and Carl Böhm took up an offer in Darmstadt, which alongside and in competition with Berlin was at the time probably Germany's, if not the world's, most exciting, innovative and avant-garde centre for music theatre. The young musical director had such talents in his ensemble as Arthur Maria Rabenalt, Wilhelm Reinking, Rudolf Bing und Karl Ebert. Ich glaube, was wir dort aufgeführt haben, wir führten auf, war alles, was gut und teuer war, muss ich wohl sagen. Kaum hatte Klemperer eine Oper, ich kann mich erinnern, zum Beispiel an das Leben des Orest von Schreinig, in Berlin an der Krolloper gemacht. Den nächsten Tag haben wir sie bereits in Darmstadt gemacht. Und so war es mit vielen, Hindemith, Neues vom Tage, ich war mit Hindemith befreundet. Ich habe, wie gesagt, die ganz moderne Literatur und nicht zuletzt auch habe ich bei dieser Gelegenheit dann bei der Wozzeck-Erstaufführung habe ich dann Alban Berg kennengelernt. Eine der wichtigsten Begegnungen meines Lebens, der ich im Jahre 1928 in Darmstadt zitternd entgegensah. Muss ich denken, 1928 der Wozzeck. Was das damals, das Werk ist heute noch für das Orchester, ebenso wie der Rosenkavalier, rein von der Technik her gesehen, ungeheuer schwierig. Ich musste ja damals nicht anfangen, Bläser allein, Streicher allein, sondern Flöten allein, Oboen allein, etc., etc., um Ihnen einmal zu erklären, was diese Musik bedeutet. Und damals überhaupt, ohne jede Vorlage, ohne Schallplatte, hatte man ja keine Ahnung. Man las die Anweisungen natürlich genau, man studierte. Ich studierte diese Partitur am Wörthersee einen ganzen Sommer lang natürlich und beschäftigte mich damit immer wieder. Und vor den letzten Proben schickte uns Alban Berg ein Telegramm, er käme eine Woche vorher. Also vor diesen ersten Probe, ich weiß nicht,
wo, wann ich je in meinem Leben aufgeregter war. So aufgeregt war ich damals vor dieser ersten Probe in Gegenwart des Komponisten. Jede Aufregung war aber vorbei, als Alban Berg zu mir in die Garderobe kam. Ein bildschöner, großer Mensch mit dunklen Augen, der vom ersten Anblick an ungeheuer sympathisch war. Und es entspann sich auch dann zwischen uns eine jahrelange Freundschaft, bis zu seinem Tode dauerte. Und bei dieser Gelegenheit hat er mir zum Dank dann die Wozzeck-Partitur geschenkt und auch nicht die Partitur, sondern den Klavierauszug des eben erschienenen Wein. Und schrieb hinein: Auf Ihr Wohl, mein lieber Dr. Böhm, den Wein, wenn es auch nur ein österreichischer ist, Ihr Alban Berg, in Darmstadt, 28. Februar 31. During his whole life, Karl Böhm remained one of the most enthusiastic and successful proponents of Alban Berg's works, despite the fact that he often came up against opposition from the promoters and audience alike. In 1931, Karl Böhm was appointed head of the opera in Hamburg, and it was here that he first encountered another musical genius who was to have a tremendous influence on his life, Richard Strauss. Ich war mit Strauss brieflich schon früh in Verbindung getreten, nachdem ich in Graz seinen Rosenkavalier im Orchester, in so und so viele Orchesterproben, wo ich die Schule geschwänzt hatte, an der Seite meines Klavierlehrers, der zweite Harfe spielte, den Rosenkavalier ganz genau kennenlernte. Persönlich lernte ich ihn kennen anlässlich einer Elektra, die ich neu einstudierte an der Hamburger Staatsoper. Zur gleichen Zeit hat Strauss damals die Frau eines Schatten dirigiert. Da kann ich übrigens an eine lustige Geschichte erinnern. Strauss dirigierte eine wunderbare Aufführung und wir gingen zu dritt mit einem Kritiker eines Blattes, ich kann mich nicht mehr erinnern, welches es war, spazieren. Dieser Kritiker war sehr klein und reichte dem Strauss ungefähr bis zum Nabel. Wir gingen da an der Alster spazieren und sprachen über die Aufführung. Der Kritiker äußerte sich begeistert über die Musik, sagte: Herr Doktor, vor 10 Jahren habe ich das Stück nicht verstanden, das ist ja Ihr größtes Werk, das ist phänomenal. Aber wissen Sie, mit dem Textbuch kann ich mich heute noch nicht anfreunden. Darauf blieb Strauss stehen, klopfte ihm auf die Schulter und sagte in seiner Bonhomie: Lieber Freund, warten Sie noch 10 Jahre, dann werden Sie den Text auch verstehen. In 1934, Karl Böhm took up the post of musical director at the Dresdner Oper, which at the time was known as the Mecca of the Strauss repertoire. It was during this period that the artistic cooperation and friendship deepened between Karl Böhm and Richard Strauss. Und da habe ich ihn kennengelernt, teils als Dirigent, teils als Freund, teils als ungeheuer geistigen Menschen. Denn man darf nicht vergessen, dass Strauss nicht nur ein hervorragender Musiker, was alle Welt weiß, war, sondern auch sich in der Literatur ausgekannt wie kaum ein Zweiter. Und zwar nicht nur in der deutschen Literatur, sondern er kannte auch die russische Literatur aus dem FF. Er hat auch zur Malerei sehr viel Beziehung, aber komischerweise nicht zur Bildhauerei. Er war ein Meister des Dirigierens im wahrsten Sinne des Wortes. Mit den sparsamsten Bewegungen hat er alles erreicht durch die Suggestivität seiner Interpretation. Ich kann mich selbst noch erinnern, dass ich ihn als Dirigent sein Elektra erlebt habe, wo er nur am Schluss etwas bewegungsmäßig losgegangen ist und doch hatte diese Aufführung eine Dramatik, wie ich sie eigentlich nie mehr erlebt habe. Er hat immer gepredigt, man solle die linke Hand fast gar nicht benutzen und alles nur mit der rechten dirigieren. Schatten war das auch der Fall, wie er sie in Dresden dirigierte. Und einmal ließ er sich doch hinreißen und hob beide Arme hin beim Schluss des Quartettes im dritten Akt
Und als ich ihm das nach der Vorstellung vorwarf, lächelte er. Und zwei Tage später war dieselbe Stelle wieder. Da hielt er sich mit der linken Hand an, dirigierte lediglich mit der rechten. Und es krachte trotzdem natürlich. Und er winkte mit der linken Hand zu mir in die Loge hinauf. Ich habe mich über alle Themen, nicht nur der Musik, sondern auch eben der Literatur unterhalten können und viel, viel von ihm profitieren können. Wir haben auch über musiktheoretische Fragen, er hat sich öfters dann beklagt, dass man ihn einen Renegaten nannte. Er hat gefragt, mich nennen Sie einen Renegaten? Ich selber habe ja mit dem Unsinn begangen. Schauen Sie sich die Clytemnestra-Szene in der Partitur, in der Elektra-Partitur an. Die ist ja fast vollkommen atonal schon geschrieben. Karl Böhm was musical director in Dresden for 9 years. Es war vielleicht die furchtbarste Arbeit meines Lebens. Ich habe den ganzen Mozart dort neu einstudiert, den ganzen Verdi neu einstudiert und selbstverständlich fast alle Werke von Richard Strauss. Darunter als erstes den Rosenkavalier mit einem wunderbaren Terzett, welches, wie mir Strauss sagte, ebenbürtig dem Terzett der Uraufführung war, nämlich Maria Cepotari, Martha Fuchs und Frau Teschenmacher. During this period he conducted 2 first performances of Richard Strauss's operas, Die Schweigsame Frau and Daphne, which Strauss dedicated to him. Ja, und zwar geschah das, ich erhielt diese Karte am Tag vor dem 24., also vor dem Weihnachtsfest, eine Karte mit der Abbildung der wunderbaren Statue von Bernini, der Daphne, wo der eine Arm schon zum Zweig verdorrt ist. Auf dieser Karte schrieb er mir aus Taormina, habe eben die Partitur der Daphne vollendet, würde sie Ihnen eine kleine Weihnachtsfreude bereiten, wenn ich sie Ihnen widmen würde. Worauf ich zur Antwort gebe, das ist eine Frage für die erste Klasse. Der Schluss der Oper Daphne. In 1941, Karl Böhm was appointed head of the Vienna Opera. As a young student, he had regularly bought standing tickets for this great opera house,
never daring to even dream that he would one day be able to conduct here. He was to perform here until the bitter end of the war. Sie sagen mit Recht das bittere Ende, denn ich musste damals übertrümmern. Meine Frau war im Keller während des großen Angriffes. Ich glaube, es war ein mystisches Zahlenbitter. Es war ja am 12.03.1945, also für Zahlenmystiker ein komisches Datum, 1, 2, 3, 4, 5, an dem die Wiener Oper und verschiedene andere, Heinrichshof und so weiter, zerstört wurden. Ich war damals, lag mit einer Gehirnerschütterung in Grinzing und konnte, da man mir kein Benzin auch für ein kleines Auto zur Verfügung stellte, denn der Reichsleiter damals sagte, Benzin ist kostbarer als Blut, musste ich zu Fuß übertrümmern, trotz der Gehirnerschütterung hinein und stand ebenso weinend vor dem brennenden Wiener Opernhaus, wie so viele meiner Mitbürger, die weinten, wovon, glaube ich, viele niemals die Wiener Oper betreten hatten. Ich gab mir damals alle Mühe, den Brand wenigstens vorne zu lokalisieren, was mir zusammen mit dem Brandmeister auch gelungen ist. Es wurde das Foyer gerettet, weil ich die Idee hatte, dass man, wenn das Foyer mit den Schwindfresken gerettet wird, nicht irgendetwas hinbauen konnte. Und das erfüllte sich ja dann auch wirklich. In 1955, the new opera house was ceremoniously opened on the old site. Once again, the director is Karl Böhm. Vienna is host to celebrities from all over the world. Toscanini's daughter, the renowned singer Lotte Lehmann, the federal chancellor Raab, the federal president Kerner, the painter Oskar Kokoschka. A series of magnificent first performances ensues. The opera singers change, but the figure standing at the conductor's desk, enjoying triumph after triumph, remains the same. However, Vienna was to let Karl Böhm down. For what befell Gustav Mahler and Herbert von Karajan was also in store for him. He fell into disfavor for not being willing to give up his international career for the sake of the Viennese opera. It only took one hasty interview and Vienna once again had its opera scandal. Karl Böhm resigned. Now he was free to embark on an international career which was to take him to all the great opera houses of the world, conducting the most renowned of orchestras and appearing in the most important opera festivals. He even conducted a new production of The Ring of the Nibelung with Wieland Wagner in Bayreuth, which had originally been planned for Vienna. Ausgezeichnet. Kehrt nicht um. Was? Jetzt kehrt nicht um in die Quarten, Herr Gottes. Ausgezeichnet. Sehr gut. Ja, ja, natürlich. Yet, before long, Vienna decided to make up with Karl Böhm, and the two got back together. The Viennese did not want to lose the now internationally acclaimed conductor, and Böhm rewarded his audience with performances of works from his vast repertoire, in particular Alban Berg, Mozart, and of course Richard Strauss, to which they responded with standing ovations.
schauen Sie, meine Büste steht heute in der Wiener Oper. Sie ist scheußlich, ich erkenne mich selbst darauf nicht, aber sie steht immerhin dort. Als sie sozusagen der Öffentlichkeit übergeben wurde, habe ich eine Rede gehalten. Ich weiß nur den Schluss dieser Rede. Ich habe gesagt, ich danke den lieben Wienern, dass sie mich würdig befunden haben, mich in dieser Wiener Oper aufzustellen. Ich sage ihnen, liebt eure Oper wie eh und je. Ich weiß es, ihr liebt sie, aber intrigiert ein bisschen weniger. Hat wirklich was von Stimmen verstanden und was man eben heute gar nicht mehr hat, dass man einen Menschen führt, dass man weiß, dieses Jahr ist es das, nächstes Jahr kann man das singen, übernächstes Jahr das singen, und das war der Karl Böhm, also er war ein Vater für die Sänger. Er war sehr genau, sagen wir mal, er war derjenige, von dem ich gelernt habe, dass die Notenwerte exakt einzuhalten sind. Ich meine, eine Sechzehntel ist eine Sechzehntel und eine Pause ist eine Pause. Und das habe ich von ihm gelernt. Und darin liegt eine ganz große Kunst, weil der Komponist hat damit Sachen ausgedrückt, genau die man braucht. Wenn man das nicht tut und übersingt oder wie man das gerne tut, dann ist einfach der Charakter vom Komponisten weg. Und da war der Böhm eben ganz genau, und das war besonders eben bei Mozart wunderbar, dass da keine Schmankerln und Verzierungen waren, sondern das war eben der pure, reine Mozart. Ich habe nie Kontroversen mit Sängern gehabt, soweit ich mich erinnern kann. Vielleicht haben sich Sänger manchmal über meine übergroße Genauigkeit geärgert, das mag schon vorkommen. Das haben sie mit Sicherheit getan, ja. Haben sie sicher getan, aber... Ich bin ihnen auf ihre Schliche immer draufgekommen und ich habe gewusst, was ich von einem Sänger verlangen kann und was nicht. 1955 unter Karl Böhm, der ja ebenso wichtig für mich war, war die Eröffnung mit Wozzeck. Und wie ich von den Klavierproben auf die Bühne kam, zu den Orchesterproben, das klang alles völlig anders. Und ich war 25 Jahre alt. Und es hat gleich damit begonnen, dass ich falsch war. Und ich habe gesagt, was ist denn Berry? Habe ich gesagt, entschuldigen Sie, Herr Professor, ich habe gedacht, ich kriege von Ihnen den Einsatz. Ne? Er sagte, ich habe da 100 Leute hier sitzen, ich kann Ihnen ja nicht an jeden Einsatz geben. 2 Minuten später wieder alles falsch.
falsch gewesen. Was war denn jetzt wieder? Habe ich gesagt, verzeihen Sie, Herr Professor, ich habe mich geirrt. Sagt, da müssen Sie sich doch nicht irren. Schauen Sie auf mich, ich gebe Ihnen doch jeden Einsatz. Und es ist auch so weitergegangen. Der Studienleiter hieß Herr Professor Hudes, der saß hinter ihm, der hat es mit uns einstudiert gehabt. Und während er dirigiert auf die Bühne, hört er hinter sich das Christen, sagt, der Hudes, was machen Sie da? Sagt der Herr Professor, ich notiere die Fehler der Sänger. Sagt er, nicht schreiben, es ist alles falsch. Und es ging sogar dann so weit, dass am Schluss, er hat zu mir dann, er hat gesagt, ich bin Brillenträger, hab dann bei den Kostümproben die Brillen herunten gehabt, wurde väterlich und damit sehr gefährlich und hat gesagt, sagen Sie, lieber Freund, ich weiß, Sie sind Brillenträger, sehen Sie mich nicht. Ne? Sag ich, nein, ich habe zwei Dioptrien und ich bin ja nicht blind. Ne? Sag dann, ja, ich weiß wirklich nicht, größere Zeichen. Oder, sag ich, Professor, das wäre schön, wenn Sie mir größere Zeichen geben, das wäre. Sagt er, ja, aber dann spielt das Orchester wieder lauter, dann hört man Sie nicht und Sie sind wieder nicht zufrieden. Ne? Habe ich mir in meiner Naivität, 25 Jahre, habe ich gesagt, Herr Professor, vielleicht, wenn Sie mir mit der rechten Hand größere Zeichen geben und vielleicht kann man mit der linken das Orchester dämpfen. Und es war plötzlich völliges Schweigen und ich habe mir gedacht, was ist? Ich habe nur gesehen, die Bühnenarbeiter sind zur Rampe vor und haben alle auf den Böhm gestarrt und in dem Moment brach der Vulkan aus. Der gibt mir Dirigierunterricht, der ist 25 Jahre und gibt mir Dirigierunterricht. Es endete furchtbar. Selbst am Schluss noch, bei anderen Szenen, wo er noch dirigiert hat, gesagt, gibt mir Dirigierunterricht, der gibt mir Dirigierunterricht. Also das Wozzeck war wirklich schwer. Ich habe ihn nie angeschaut. Der hat mich rausgebracht. Das war mir zu klein, diese Sachen. Ich wusste nie genau, wo er ist. Ich habe nur gehört und das Hören genügte mir. Aber das habe ich bei vielen Dirigenten. Die bringt mich raus mit der Zeichengebung. 2, 1, 2. Jetzt kommt das Beba. Die Flöten haben keinen Rhythmus, da kann man nichts machen. Die Flöten haben keinen Rhythmus, das sage ich seit der ersten Probe. Sie haben keinen Rhythmus. Sie spielen irgendwas. Nicht? Das geht nicht zusammen mit den ersten Violinen. Das ist unmöglich. Sie beim Auftakt schlagen sie auf die Pauke drauf. Bumm. Das kann man doch nicht übersehen. Zuhören ist wichtiger wie schauen. Hören. Also er hat wirklich alles gehört. Er war natürlich, wenn es nicht so gekommen ist, wie er sich das vorgestellt hat, war er natürlich sehr scharf manchmal, sehr unangenehm konnte er sein, hat auf ein Orchester doch sehr viel Druck ausgeübt. Und dieser Druck zusammen mit seiner Kompetenz und seiner Persönlichkeit war, glaube ich, ein großer Teil seines Erfolges, den er also letztlich am Podium dann hatte. Dr. Böhm war für Nachwuchsmusiker oder jüngere Kollegen nicht unbedingt angenehm. Meines Erachtens war er sehr nervös und hat das bei Proben kompensiert, indem er sich ein junges Mitglied, einen neuen, den er noch nicht gekannt hat, gesucht hat und diesen dann zumindest eine Viertelprobe lang beobachtet hat, ob er das Instrument rechtzeitig hebt, ob er richtig da sitzt, die Füße überschlägt. Also es konnte für den Betreffenden recht unangenehm werden. Hat er diese Feuerprobe bestanden, dann war alles okay.
Ich erinnere mich an eine Situation in Luzern während der Luzerner Festwochen, wo wir mit ihm die 7. Beethoven unter anderem gespielt haben. Und ein ganz junger erster Hornist ist eingesprungen wegen irgendeines Krankheitsfalles. Und der hat ihm nicht keine Nuance geholfen über diese schwierigen Situationen in dieser Symphonie hinweg, sondern hat nur gewartet, na, da bin ich aber neugierig, wie das am Abend geht. Also durchaus kontraproduktiv, möchte ich sagen. Der Junge hat sich Gott sei Dank bewährt und in diesem Augenblick konnte der dann machen, was er wollte. Aber bis dahin war es für ihn die Hölle. Er hat, ich meine, das habe ich erst später rekonstruiert, eigentlich Angst gehabt vor jungen Leuten, weil er das Gefühl gehabt hat, die kennen die Werke nicht. Und eigentlich ist ja jeder Dirigent ein bisschen hilflos, wenn der Musiker nicht funktioniert, irgendwie von selber auch funktioniert. Ne? Das ist eigentlich das, warum er dann man das Gefühl gehabt hat, er ist bösartig. Oder, das war er an sich gar nicht. Er war nur nervös, er hat Angst gehabt um die Musik, sonst gar nichts. Und deswegen war er manchmal zu jungen Leuten irgendwie ungerecht. Er war nie bissig, weil er einen eigenen Willen irgendwie durchsetzen wollte. Er wollte immer eigentlich die Partitur zum Klingern bringen. Nicht auf seine Weise, sondern auf die Weise, von der er gedacht hat, der Komponist spricht aus ihm. War, dass er ein absoluter Diener der Musik war. Er hat nie versucht, aus der Musik Böhm zu machen. Er hat immer den Komponisten mit einem untrüglichen, mit einer Sicherheit für das Tempo, einer untrüglichen Sicherheit für das Tempo, hat ja immer den Komponisten vorherrschen lassen. Er war nie Selbstzweck, hat nie zu seinem Selbstzweck dirigiert. Ich habe immer Angst vor Ihnen. Ich habe vor jeder Aufführung Angst. Karl, bitte. Bitte, bitte. Halten. Es ist nur eine Viertel, es muss eine Viertelpause bei allen sein. Machen wir nochmal, Karl, bitte. Karl, nochmal. Bitte. Zeit lassen. So bleiben, nicht schneller werden. Erst beim Atempo ist getan. Laut. Das ist zu schwach, die Oktave gewesen. Hat man nicht gehört. Böhm worked with the Vienna Philharmonic for almost half a century, always striving for the highest possible artistic level. Theirs was a relationship based on love, admiration, respect, and interdependence, the ideal requirements for a long and happy marriage. Ja, dieses Orchester der Wiener Philharmoniker ist gar nicht leicht zu behandeln. Aber wenn man mit ihnen wirklich einen Kontakt hat, so kann es wirklich in entscheidenden Momenten über seine eigene Form hinauswachsen. Und warum? Dieses Orchester ist sehr homogen, es sind fast nur Wiener. Das heißt, sie sprechen dieselbe Sprache, aber nicht nur äußerlich dieselbe Sprache, sondern blutsmäßig. Sie empfinden dasselbe und interpretieren die Musik auch so.
Deutliches forte piano. Bam! Und crescendo. Das brauche ich, das brauche ich. Komm noch ein. Die dritte Trompete ist ein bisschen zu wenig. Gell? Die dritte. Wer bläst sie? Sie. Ist zu wenig, zu wenig, zu wenig. Wissen Sie, weil sie tief liegt. Sie kommen nicht durch. Mit der ersten Note ja, aber später kommen sie durch. Hör mal an, nur mal. Zu früh, zu früh. Jetzt war es dynamisch gut. Der Zweier auf meinen zweiten Schlag war zu früh. Nur mal bitte, Anna. Carl Boehm was awarded nearly all the honours and tributes to be gained. Honorary doctors, honorary citizenships, honorary titles, medals and rings, all of which express the deep respect and reverence which he received throughout his long productive life. Not to forget the admiration and love of his great colleagues. Du hast eine eigentlich, wenn ich so sagen soll, das Wissen, das Können, das Wollen und das Erreichen in Personalunion erlebt. Und die Zen-Meister im Bogenschießen, die sagen, wenn sie ihre Tätigkeit ausüben, nicht ich schieße, sondern man sagt, es schießt. Das Geschehen ist so selbstverständlich geworden, dass man eigentlich nichts mehr dazu tun zu braucht. Und von dieser Warte aus gesehen müsste ich eigentlich bei dir sagen, es musiziert. Und das Sinnbild dafür ist einer der tiefsten Sprüche der chinesischen Philosophie, im Nicht-Tun liegt das Tun. Nicht jetzt falsch verstehen, sondern es muss zuerst alles getan sein, aber dann es gehen lassen und mit der Selbstverständlichkeit es so zu erfüllen, das ist die wahre Meisterschaft. Es braucht sehr lange Zeit, bis man soweit ist. Bisschen zu früh, nicht? Im Sinnbereich. Ganz schön war es nicht. Es war fast schön, fast schön. Wir kriegen es noch besser mit der Hand. In his long life, Carl Boehm had achieved everything there was to achieve. Only one wish remained unfulfilled, to leave a flawless, authentic performance of Elektra, which was important to him as the devoted trustee of Richard Strauss's musical heritage. Only a few months before his death, Carl Boehm concentrated all the remaining energy he had left, at the age of 86, to tackle this very task. This was to be the last time that he stood before his beloved orchestra, the Vienna Philharmonic. Danke vielmals, meine Herren. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich und freue mich, dass es mir noch vergönnt ist. Ich hoffe, dass ich es durchstehe in Etappen, denn die Elektra.
Das ist doch ein Dreivierteltakt. Bich, dasselbe Tempo. Ich schlage nur sechs, damit wir zusammen sind. Ne? Und das war zu hoch, das erste. Bam, bam, bam. Wo ist das? Vater, genau. 2:45, bitte. 2:45. Nicht zu langsam.